Hiho, es geht weiter mit Let's Play Tales of Symphonia. Beim letzten Mal ist Colette ein Engel geworden, das heißt ein leeres Gefäß für die Göttin Martell. Wir haben Rariel bekämpft und danach haben wir uns gegen Kratos gestellt. Time to finish this! I guess not even you could bring yourself to fight against such an opponent. Lord Yggdrasil. Who's that? Another angel? Are you Lloyd? Give me your name and I'll give you mine. People need not introduce themselves to a dog. What did you say? Fine. I shall tell you my name. Wretched human. I am Yggdrasil, leader of Crucius and the Desaions. I'll show you the meaning of true power. Yay! Zeig uns, was wahre Macht ist! Diesen Kampf kann man nicht gewinnen. Von daher werde ich keine Items verschwenden. La 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 la, boah, ich mache ihm einen Punkt Schaden. Ich bin so krass, Mann. Autsch. Na, wer steht länger? Rain oder Genus? Ah, scheinbar Genus. Au. Boah, Rain hat's überlebt. Krass. Und Genus macht ihm super Schaden. Go, Genus! Go, Genus! Du schaffst es! Das ist nur Yggdrasil, du... Oh. How sad. Kratos, I trust you have no objections. Farewell. Damn! The Chosen has already become an angel. We have no choice. We're taking her back with us alive. Renegades, as irritating as ever. Still, it is of little consequence. Kratos, let us leave. As you wish. Saved by the renegades. Don't die, Lloyd. You're finally awake! Where are we? Where's Colette? She doesn't respond to anything we say. Damn it! Lloyd, do you remember this place? We're in Triette Desert, remember? This is the base where you were captured before. The Desaion base? These guys aren't Desaions. What? What do you mean? So many things happened at once. I'm confused too. Then why don't we go over everything we know about the situation as it stands now? First, our current situation. When we were about to be killed in the Tower of Salvation, we were rescued by the organization on this base that resembles the Desaions. They call themselves the Renegades. So what you're saying is that the people here are called renegades and not Desaions? Okay, I really don't get it, but go on. Ich möchte kurz darauf hinweisen, ganz am Anfang vom Spiel, als wir das erste Mal in dem Tempel waren, wo Colette das Orakel bekommen hat, da waren auch die Abtrünnigen und ich glaube, irgendjemand, Genus oder so, hat
die auch Designs genannt und die waren auch so, Designs? Und Genius waren auch so, what's so funny? Ja. Wenn man's weiß, fällt's immer richtig auf, ob's Designs oder Abtrünnige sind. It seems that the Renegades oppose the Designs. They probably have a reason for intentionally trying to look like Designs. Alright, I think I get it now. We were saved by an organization called the Renegades that looks a lot like the Designs. So then who is that angel guy, you Drassiel or whatever? And what about Kratos? Do you remember Yggdrasil's words? This is just pure conjecture, but Crucius, holy beings worshipped by the Church of Martell, and the Designs may in fact be the same organization. Whoa, wait. What? How could that be possible? Lloyd, hear me out. If we think of the Designs as a part of Crucius, or perhaps their pawns, everything makes sense. I remember one of the Design Five Grand Cardinals said that their boss was Yggdrasil. And Yggdrasil said that he was the leader of Crucius and the Designs when he appeared before us. If the Designs and Crucius are the same, well then what about Kratos? He obeyed Yggdrasil's orders. That means... That's right. He's our enemy. He deceived us. He admitted it himself. He's one of Crucius's four seraphim. Kratos is likely a subordinate of Yggdrasil. He probably joined us to make sure Colette didn't stray from the journey to regenerate the world. So we were deceived from the very beginning. By Remiel, the Crucius, even Kratos. Ah, you're awake. Then please, come with me to the next room. Our leader awaits you. You're finally awake. Are you the Renegades? Correct. We're an underground resistance dedicated to fighting the Designs, or rather the Crucius. So Crucius and the Designs really are the same organization? Correct. Crucius controls the Church of Martell in the open, and operates the Designs from behind the scenes. The Designs are a subordinate organization within Crucius. The Church of Martell is nothing more than an instrument created by Crucius to rule the world. Those who call themselves angels are half-elves who have evolved by using a special type of X-sphere called Crucius crystals. They aren't gods or anything of the sort. Of course, the Church of Martell and the Chosen know nothing about that. They're half-elves too? Yes. Some of the Designs, as well as Crucius and ourselves, are half-elves. What is Crucius trying to do? Are they doing all of this just to rule the world? Do you intend to have us explain everything? How about using your own head a little? Do they wish to revive the goddess Martell? They send oracles to those of the mana lineage and control their marriages to create chosens who become the vessel. It seems meaninglessly drawn out and complicated. Well, well. I am impressed. There is another world beyond Silveron that competes for mana. Tethiala. Yes. And the one who created this twisted world was Crucius' leader, Yggdrasil. Create a world? That's ridiculous! No one can do that! If that's what you believe, then our conversation ends here. Wait! If Yggdrasil was the one that created the two worlds, what can you possibly hope to do against someone like that? And that's not all. You tried to kill Colette and me! You're certainly not on our side. And yet, for some reason, you saved us. Why? You're not as stupid as you seem. Excuse me? Our goal is to stop Martell's revival. Therefore, the Chosen, who would become her vessel, was an obstacle. Unfortunately, the Chosen completed the angel transformation. The
Chosen is now a lethal weapon whose only goal is self-preservation. We wouldn't dare lay a hand on her. But now we have the key to stop Martell's resurrection. We no longer need the Chosen. What? What we need is you, Lloyd Irving. Me? What's so special about me? That's none of your concern. Get him! Ugh! Lord Yuen! No! It's his wound from Haima. Ugh! Kratos! How many times must you get in my way? Wound from Haima? Are you telling me the one who attacked Kratos was... Lloyd! What are you doing? Ah, Klein Corinne hält die ganzen Abtrünnigen auf. Ist klar. Da geht's nicht lang. Und ich finde es schön, dass wir endlich mal Jons Namen gehört haben, nach so vielen Parts. Ich muss mir jedes Mal verkneifen. Und denk dran, den Ring, den wir gefunden hatten, von Jon, ja, da stand Y und M eingraviert. Wir können mit Colette kämpfen? Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Okay, ich habe im vorletzten Part, habe ich Colette und Kratos mal... komplett die Items weggenommen und die anderen ausgerüstet, weil ich wusste, dass krasse Bosskämpfe kommen und die beiden eh nicht dabei sind. Aber jetzt können wir Coletti ja mal wieder ausrüsten. Giftblocker. Damit sie sich nicht vergiftet, die arme Kleine. Lloyd wird beschämt. Lloyd, du hast dich gut gegen Kratos behauptet. Da muss um einiges stärker geworden sein. Er hat seine Kraft zurückgehalten. Er hat mich geschont. Der Fluch, der spielt nur mit mir. Naja, aber er wollte dich vielleicht nicht töten. Don't die, Lloyd. Warum auch immer. Halt. Erfgemme? Erfgemme? Warum hat sie eigentlich 2 Einser? So, hier ist deine Level 3 Gemme. Kombination mit anderen Erbfähigkeiten verändert die Wirkung, erhöht die maximalen TP. Wird das Glück. Ermöglicht gelegentlich eine automatische Wiederbelebung. Oh mein Gott, das klingt cool. So, TS. Müsste ja erstmal so bleiben, wie sie ist. Das passt. Die erste Level 4 Gemme, die wir kriegen, bekommt Colette, weil bei ihr gibt es eine Kombination mit Level 1, 2, 3, 4 Gemmen, dass sie, wenn sie ein Item klaut, ist immer klaut. Also. Wenn die Feinde ein Item haben, dann klaut sie es immer. Ich glaube zumindest, das war 1, 2, 3, 4 in der Kombi. Da geht's nicht lang. Okay, dann gehen wir halt nach oben. Dann seid ihr neue Feinde? Freunde? Freundfeinde? Ich meine, sie haben uns gerettet. Habe ich die schon mal gescannt? Wir scannen sie einfach nochmal. Fußsoldat. Oh Gott, es ist gerade so angenehm, wieder gegen... normale Feinde zu kämpfen. Aua. Höllenkrieger. Ja, okay. Halbwegs normale Feinde. Alle Höllenkrieger. Was soll das schon, ne? Aua. Okay. Die tun mir doch ein bisschen weh. Diese Höllenkrieger. So, und ich kann immer noch nicht glauben, dass ich im letzten Mal kein einziges Mal geschafft habe, mit dieser Unisono-Attacke zu treffen. Das ist echt bitter. Eigentlich kann ich auch Genus wieder kochen lassen. Genus, was fehlt dir denn noch? Omelette. Ach nein, da schmeißt du wieder alles rein, was du nicht reinschmeißen sollst. Risotto. Genau. So. Oh mein Gott, darf ich hier einkaufen? Ich darf hier einkaufen. Das ist wunderschön. Wir haben kein Geld. Das ist nicht so schön. Nur das Wichtigste. So. Ja, komm. Muss erstmal reichen. Ein Speicherpunkt. Oh, meine Güte. Vielen Dank, Spiel.
Vielen Dank. Heieiei. Speichert? Ja, ja, ja. Dankeschön. Kratos, der Verräter. Ja, Kratos hat uns von Anfang an getäuscht. Ich hatte immer das Gefühl, dass er etwas Seltsames an sich hat. Aber am Ende habe ich es nicht rechtzeitig erkannt. Wie konnte ich nur so naiv sein? Ah, Mist, Kerl, dafür wird er bezahlen, das schwöre ich! Leute. Vielleicht hat er seine Gründe. Oh, es ist ja ein Dungeon hier. Wer macht denn einen Dungeon nach mega krassen Megaboss-Kämpfen? Ah, vor allem an einen Dungeon, an den ich mich nicht erinnere. Ich glaube, wir kriegen hier einen Strohhut. Daran erinnere ich mich. An so unwichtige Dinge. Ah, das Blitzding. Da, in einer von den beiden Kisten ist der Strohhut. Ob dieser Yggdrasil der Anführer von Crucius ist? Ja, Leute, das hatten wir schon fünfmal. Ja, höchstwahrscheinlich ist die schlafende Göttin Martell eine symbolische Entität, während Yggdrasil die Plane von Crucius ausführt. Und Kratos war wirklich einer von Yggdrasils Untergebenen. Was er wohl damit erreichen will, wenn er Kratos in Martell verwandelt? Ich möchte vor allem wissen, warum Martell einen Körper benötigt. Oh, stimmt, das bedeutet, dass sie keinen Körper besitzt. Also, wenn du keinen Körper mehr hast, wenn dir nur noch dein Herz bleibt, kannst du dann trotzdem noch leben? Colette lebt, obwohl sie ihr Herz verloren hat. Vielleicht ist auch das Gegenteil möglich. Wenn man das so sieht. Wenn wir herausfinden, warum Martell ihren Körper verloren hat, finden wir vielleicht auch heraus, was Yggdrasil vorhat. Naja, wir wissen, was er vorhat. Er will einen Körper für Martell. Warum auch immer sie ihn verloren hat. So, ich erinnere mich null an diesen Dungeon. Was ist das? Muss ich da einen Block draufstellen? Ich bin sehr verwirrt. Ich stelle mal einen Block da drauf. Passiert was? Nö. Wenn ich den Block schocke? Nö. Moment. Vielleicht kann ich mir den großen Block da runterholen, wenn ich mir hier eine Brücke baue. Ich weiß ja nicht, was ich mit dem großen Block dann will, aber vielleicht kann ich nur den großen Block schocken und hier nicht. Da ist zu viel Holz dran. So, zack, runter mit dir. Ich kann hier natürlich nicht runterspringen, das wäre ja zu einfach. Das darüber. Schalter. Ah, oh, ich muss ihn gar nicht schocken. Treppen, okay. Aber. Aber mein Strohhut. Ich will meinen Strohhut. Das geht doch so nicht. Hier ist nirgends sonst was. Muss doch irgendwie. Okay, Moment. Wie komme ich da hin? Was übersehe ich gerade? Wo kann ich mir hier eine Brücke bauen? Kann ich mir hier rechts eine Brücke bauen? Und ich kann hier hoch. Oh nein. Hätte ich das vorher machen müssen? Da hätte ich alle Blöcke für gebraucht, oder? La 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 la, ist nie passiert. So, seht ihr? Mit drei Blöcken geht das ganz einfach. Haha, vielleicht sollte ich in Zukunft erst denken, bevor ich Dinge rumschiebe, die man nicht mehr rückgängig machen kann. Strohhut gefunden und F-Gabe Level 2. Ich habe keine Ahnung, warum ich diesen Strohhut so extrem im Kopf habe. Keine Ahnung. Ein roter Hut. Pass auf, dass du ihn in wenigen Tagen nicht verlierst. Okay, Leute, ist jetzt Ruffy. Wir werden König der Piraten. Auf geht's. So. Wobei ich auch sagen muss, ich wusste nicht, dass der Block da runterfährt und verschwindet. Ich dachte, ich muss den da draufstellen und dann schocken und dann wird der Strom erzeugt und dann, keine Ahnung. Sah nicht aus, als würde es da rein glitschen.
Okay. Da ich aber keine Ahnung habe, wie lang dieser Dungeon ist, würde ich sagen, dass wir uns beim nächsten Mal weiter dadurch kämpfen und vor den Abtrünnigen fliehen, die uns zwar gerettet haben und ja, Colette erst töten wollten, jetzt nicht mehr, weil sie jetzt ja nur noch so im Selbstverteidigungsmodus ist. Jetzt wollen sie auf einmal Lloyd haben. Warum Lloyd? Lloyd ist nicht der Auserwählte. Ha, wie auch immer. Wir hauen einfach ab. Beim nächsten Mal. Also dann. Ciao, ciao.